Donnerstag, der 30. Juni. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Ausgabe unserer Sommerpresse. Yeah. Die überregionalen Zeitungen beschäftigen sich heute überwiegend mit der Entscheidung des griechischen Parlaments. Wir blicken zunächst mal in die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die wie folgt titelt: Griechenland vorerst gerettet, Erleichterung in Europa. Am Ende eines Abstimmungsmarathons von 5 Stunden Dauer hat das griechische Parlament am Mittwoch für das jüngste Bündel aus staatlichen Leistungskürzungen und Steuererhöhungen gestimmt, dessen Annahme bis zuletzt unsicher war. Die Billigung des von der Regierung Ministerpräsident Georgios Papandreou eingebrachten mittelfristigen Finanzrahmens von 2012 bis 2015 galt als Voraussetzung für die Auszahlung einer weiteren Tranche der im vergangenen Jahr beschlossenen internationalen Notkredite für Griechenland. Für die Reform stimmten am Mittwoch 155 von 300 Abgeordneten. Ein Abgeordneter von Papandreous panhellenischer sozialistischer Bewegung stimmte gegen die Maßnahmen, während eine Parlamentarierin der oppositionellen Nea Dimokratia sich nicht an die von ihrem Parteichef Antonis Samaras angeordnete Ablehnung des Sparpaketes hielt. In Europa machte sich unmittelbar nach der Abstimmung allgemeine Erleichterung bemerkbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach nach der Entscheidung von einer wirklich guten Nachricht. Wirtschaftsminister Philipp Rösler, FDP, von einem Lichtblick, nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa. Die Frankfurter Rundschau beschäftigt sich heute mit der Abstimmung zum Atomgesetz, die heute im Bundestag ansteht. Die freudigsten Töne über die für heute geplante Gesetzesverabschiedung kommen diesmal aus der Opposition. Das ist ein Festtag für Rot-Grün, überschlug sich der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Thomas Oppermann. Die Bundeskanzlerin beugt sich endgültig Rot-Grün. Auch Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin jubelt. Es ist ein großartiger Sieg für die Grünen. Die Freude über den historischen Tag bezieht sich allein auf die Novelle des Atomgesetzes. Mit ihr wird der von Rot-Grün lange ersehnte und 2002 schon einmal beschlossene Atomausstieg im großen Konsens verabschiedet. Nur die Linke will dagegen stimmen, weil ihr der schwarz-gelbe Ausstieg nicht schnell genug geht. Doch so flexibel sich die Regierung zeigte, um den großen Ausstiegskonsens zu erlangen, so umstritten bleibt der Umstieg in die Ökoenergie. Um die weiteren 7 Gesetze zur Energiewende wurde bis zuletzt gerungen. Union gegen FDP, Wirtschafts- gegen Umweltpolitiker, Bund gegen Länder. Nach neuen Änderungen durch die Unions- und FDP-Fraktion werden daher SPD und Grüne nur je einem Begleitgesetz zustimmen. Zu einem anderen Thema, das wir in der Süddeutschen Zeitung gefunden haben. Koalitionsstreit beigelegt. Nach monatelangem Streit haben sich Union und FDP auf eine Verlängerung der Antiterrorgesetze um 4 Jahre geeinigt. Das gaben Innenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, und Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, am Mittwoch in Berlin bekannt. Die Hürden zur Anwendung der Befugnisse werden aber teilweise erhöht. Die parlamentarische Kontrolle wird verstärkt. Die Gesetze regeln vor allem, welche Auskünfte die Nachrichtendienste zum Beispiel bei Banken und Fluggesellschaften über Terrorverdächtige abfragen können. Die Gesetze waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beschlossen worden und bis Anfang 2012 befristet. Wie Friedrich erklärte, können die Nachrichtendienste künftig bei zentralen Stellen Auskünfte über Flüge und Kontodaten von Terrorverdächtigen einholen. Bislang mussten die Ermittler bei einzelnen Banken und Fluglinien um Auskunft bitten. Die FDP setzte eine unabhängige Regierungskommission durch, die die Gesetzgebung im Sicherheitsbereich seit 2001 insgesamt kritisch betrachten soll. Und zum Abschluss gehen wir nochmal auf die Titelseite der Frankfurter Rundschau. Wulff schimpft, lesen wir da.
Ein Jahr nach seinem Amtsantritt greift Bundespräsident Christian Wulff die Bundesregierung an und wirft dem Kabinett vor, das Parlament zu schwächen. Wulff hatte sich in den vergangenen Monaten nach einem eher unglücklichen Start zurückgehalten. Im Hintergrund aber arbeitete er fleißig auch mit der Opposition zusammen. In den regionalen Zeitungen finden sich heute wieder eine ganze Menge alter Bekannter. So die Themen Billen, Nürburgring, OLG-Reform. Wir beginnen mit dem Blick in die Mainzer Rheinzeitung, die heute titelt: Michael Billen ist jetzt nicht mehr immun. Plötzlich ging alles ganz einfach. CDU, SPD und Grünen Abgeordnete hoben einmütig die Immunität des Parlamentariers Michael Billen, CDU, auf. Die geheime Sitzung des Landtagsplenums war ziemlich flott vorbei. Das hätte fast vergessen gemacht, welch unwürdiges Gezerre dieser Entscheidung vorausging. Der CDU-Politiker aus Kaschenbach in der Eifel wird verdächtigt, sich illegal geheime Polizeidaten beschafft zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er seine Tochter, eine Polizistin, zum Geheimnisverrat angestiftet hat. Das bestreitet der CDU-Rebell allerdings. Der Christdemokrat räumte lediglich ein, 2009 Daten aus einem Polizeicomputer bei seiner Tochter abgegriffen zu haben. Billen kam so an Informationen über umstrittene Geschäftspartner der größtenteils landeseigenen Nürburgring GmbH. Die parlamentarische Immunität Billens wurde bereits 2010 aufgehoben. Da er aber per Direktmandat in den Landtag gewählt wurde, bei der letzten Landtagswahl im März 2011, war er erneut vor Strafverfolgung sicher. In der vertraulichen Sitzung hat die CDU nach Informationen unserer Zeitung darauf gedrängt, das Billenverfahren zu beschleunigen. CDU-Justiziar Bernhard Henter bestätigte das indirekt nach der Sitzung. Wenn es nach 19 Monaten bei einem überschaubaren Sachverhalt noch keine Hauptverhandlung gibt, kann man das durchaus kritisieren. Falls die Staatsanwaltschaft dafür mitverantwortlich sei, forderte er Ministerpräsident Kurt Beck auf, etwaige Mängel abzustellen. Die SPD argwöhnt indes, dass die CDU das Verfahren in die Länge zieht, damit es wegen Überlänge eingestellt wird. Und die Rheinpfalz hat diesen Vorgang zum Anlass ihres Kommentars genommen, den sie überschrieben hat, die Kurve gekriegt. Man mag zum CDU-Abgeordneten Michael Billen stehen, wie man will. Eines ist außer Zweifel. Seine Polizeidatenaffäre muss endlich strafrechtlich zum Abschluss gebracht werden, bevor das Vertrauen in Politik und Justiz daran ernsthaft Schaden nimmt. Alles andere als eine einmütige Zustimmung des Landtags zur erneuten Aufhebung von Billens Immunität hätte solchen Schaden verursacht. Die CDU-Fraktion hat die Kurve gekriegt. Mit ihrer zögerlichen Haltung sich allerdings selbst geschadet. Es bleibt der Geschmack, in ihren Reihen gäbe es noch Kräfte, die den Fall Billen gerne ganz unter den Teppich kehren würden. Das ist ebenso töricht wie aussichtslos, weil die CDU dafür keine Mehrheit hat. Die Fakten der Causa Billen sind schon seit der vergangenen Wahlperiode bekannt. Die gestrige Sitzung war so kurz wie überflüssig. Das war die Meinung der Rheinpfalz. Wir blicken jetzt in die Mainzer Allgemeine Zeitung und kommen zu unserem altbekannten Thema Nürburgring. Seit Mai hat die rheinland-pfälzische Landesregierung am Nürburgring eine Baustelle mehr. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte, wird gegen Ringunternehmer Kai Richter wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Richter soll über eine Gesellschaft, an der er beteiligt war, von den Millionen der landeseigenen Nürburgring GmbH profitiert haben, so der Vorwurf. Die Opposition im Mainzer Landtag fordert schon seit langem, das Land müsse sich von Richter trennen. Übrigens auch eine alte Forderung der Grünen. Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler begrüßt denn auch die Ermittlungen gegen Richter und Co. Ministerpräsident Kurt Beck gibt sich wortkarg. Ich bin nicht bereit, über irgendjemanden zu reden, bevor die Verfahren abgeschlossen sind. Oppositionsführerin Julia Klöckner forderte erneut einen Beirat für den Nürburgring, um mehr Transparenz zu schaffen.
so seien die Verträge des Landes mit Kai Richter ja nicht vom Himmel gefallen, sondern aktiv ausgestaltet worden. Klöckner forderte zudem die Regierung erneut auf, Schadensersatzforderungen gegen Ex-Aufsichtsratsmitglieder des Rings zu prüfen. Wer sich dem verschließt, hat jemanden zu decken. Nun blicken wir in die Mainzer Rheinzeitung mit zwei kurzen Meldungen. Längstes Rhein können möglicherweise bald schnellere Züge rollen. Ministerpräsident Kurt Beck plant Gespräche mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, um eine Schnellbahntrasse auf den Weg zu bringen. Sein Vorschlag, eine Strecke parallel zur A61. Diese führt westlich des Rheins bis zur A6. Damit soll Güterfernverkehr vom Rheintal weggenommen werden, sagte Beck. Außerdem könnten die Züge im Rheintal bald leiser fahren. Dazu gäbe es ein Projekt zur Lärmdämmung in Ludwigshafen. Und in Zeiten klammer Kassen können sich viele Städte und Gemeinden im Land über eine positive Nachricht freuen. Denn insgesamt nahmen die Kommunen im ersten Quartal 2011 deutlich mehr Steuern ein als ein Jahr zuvor. 784 Millionen Euro flossen zwischen Januar und März in die Kassen, etwa 16% mehr als im Vorjahreszeitraum. Und nun noch einmal zur Rheinpfalz. Dort lesen wir, Rheinland-Pfalz führt als erstes westdeutsches Bundesland von heute an eine Meldepflicht für Borreliose ein. Damit soll die Datenlage über die von Zecken verbreitete Krankheit verbessert werden, wie die Mainzer Gesundheitsministerin Malu Dreyer gestern mitteilte. Zudem könne die Meldepflicht Vorbeugung und Schutz erleichtern. Dreyer hatte sich wiederholt für eine bundesweite Meldepflicht ausgesprochen. Den Angaben zufolge gehen Experten von einer zunehmenden Bedeutung dieser Krankheit aus. Und zum Schluss noch einmal ein Blick in die Mainzer Rheinzeitung und zum Thema Oberlandesgericht. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck bleibt trotz Widerstands gegen die Justizreform bei den Sparplänen. Er fordert gleichzeitig eine verbale Abrüstung bei den Kritikern. Daran arbeiten wir, dass es in Rheinland-Pfalz ein Oberlandesgericht gibt mit Präsidialsitz in Zweibrücken, sagte Beck. Es wird auch nicht so sein können, dass ein Bereich, nämlich die Justiz, von Sparbemühungen ausgenommen wird. Er kritisierte, das Thema werde aufgeblasen. Ich plädiere dafür, dass wir wieder zu einem gesitteten Umgangston kommen. Einige Kritiker hyperventilierten derzeit. In der Region Koblenz gibt es erbitterten Widerstand gegen den Beschluss der rot-grünen Koalition, und zwar nicht nur aus den Reihen der Justiz, sondern auch aus Kommunen, Kreistagen und Gemeinderäten sowie der Bürgerschaft. 15.000 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Die CDU-Fraktion im Landtag erneuerte ihre Kritik an Rot-Grün. Bei einem Treffen mit rund 30 Vertretern der Justiz in Mainz seien die Argumente für eine Schließung des Oberlandesgerichts Koblenz wie ein Kartenhaus zusammengefallen, sagte Fraktionschefin Julia Klöckner. Sie forderte die Landesregierung auf, bald ein konkretes Konzept mit Zahlen zum Einsparpotenzial vorzulegen. So, liebe Zuschauer, das war der Blick in die regionalen Blätter und jetzt gibt es quasi zur Erholung unsere Veranstaltungstipps, damit Sie sehen, dass es in Rheinland-Pfalz auch noch schöne Veranstaltungen gibt. Zu Gast bei Fremden als Couchsurferin durch Osteuropa. Auf eine besondere Art von Reisen begab sich die Fotografin Katharina Dubnow im Winter 2010. Couchsurfing, kein Hotel, sondern Übernachtung bei einer ganz normalen Familie auf deren Couch. In 2 Monaten erlebte sie so 16 Länder, 18 Stationen und 22 Gastgeber. Dabei entstanden wunderschöne und eindrucksvolle Fotoaufnahmen, die Einblicke in das Leben und die Mentalität der Menschen in Osteuropa geben. Die Ausstellung Zu Gast bei Fremden als Couchsurferin durch Osteuropa können Sie noch bis zum 17. Juli im Landesmuseum in Mainz besuchen. Eintrittspreise und weitere Informationen auf landesmuseum-mainz.de. Kunst und Technik – ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Eine Ausstellung in Kaiserslautern führt beides zusammen.
traditionell handgefertigte Werke aus Ateliers rheinland-pfälzischer Künstler auf der einen Seite und digital erzeugte Bilder auf der anderen. Was aus eigentlich gegensätzlichen Ansätzen heraus entstand, verbindet sich in der Ausstellung zu einem ästhetischen Ganzen. Kunst und Technik 3 in der Fruchthalle Kaiserslautern noch bis zum 12. August. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf fruchthalle.de. Wer weiß heute noch, dass der Dom in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in leuchtenden Farben ausgemalt war oder welche Stimmung der mittelalterliche Bau ausstrahlte? Diese und andere Geheimnisse werden in einer Jubiläumsausstellung jetzt im Mainzer Dommuseum eindrucksvoll veranschaulicht. Zahlreiche nie gezeigte Exponate lassen den verschwundenen Dom wieder aufleben und bieten eine Annäherung an ein jahrtausendaltes Bauwerk, das trotz aller Vertrautheit noch viele unbekannte Seiten hat. Die Ausstellung ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. Der verschwundene Dom können Sie noch bis zum 16. Oktober besuchen. Eintrittspreise und weitere Informationen auf dommuseum-mainz.de. Das, liebe Zuschauer, war die heutige Ausgabe unserer Sommerpresse. Ich darf mich für Ihr Interesse ganz herzlich bedanken, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und bis morgen.